Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, ich bin schwer sauer gerade. Ich bin irgendwie, ich verstehe die Welt nicht mehr so wirklich, denn ich habe letzte Nacht ganz normal geschlafen, wie jeder andere das so tut. Und dann wird man morgens wach und liest auf Twitter irgendwie so einen Tweet von dem André von Ape Crime. Nämlich so, Entschuldigung, da hat sich alles hochgeschaukelt. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Ich dachte mir, okay, intelligent sind die ja alle nicht so. Was ist passiert? Ich lese so circa 2 Minuten in den Tweet-Antworten darauf. Hauptsächlich neben Kommentaren von wegen, du bist so scheiße. Und sowas macht man nicht und auch Kommentare wie, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm und Tierquälerei war das ja auch nicht, das ist ja nur, wenn man Tiere tritt und sowas alles. Und ich dachte mir, hä, was zur Hölle ist eigentlich passiert? Und das fragt ihr euch gerade vermutlich auch, vielleicht haben es manche von euch mitgekriegt, manche auch nicht. Irgendwann gestern hat besagter André von Ape Crime scheinbar ein Video hochgeladen, wo er seine Katze in einer Plastiktüte 360 Grad rumgeschleudert hat. Und ich dachte mir, wie sehr kann man einem Menschen eigentlich ins Hirn scheißen, damit derjenige so etwas tut? Also wie wenig Intelligenz muss man besitzen, dass man auch nur denkt, dass das irgendwo zu irgendeinem Punkt okay ist. Daraufhin habe ich mir natürlich noch ein paar weitere Tweets durchgelesen. Und natürlich, es gibt viele Leute, die sagen, das war richtig scheiße von dir, sowas macht man nicht, das arme Tier. Und eben auch Gott sei Dank ein paar Leute, die gesagt haben, von wegen euch gehört die Katze weggenommen und du gehörst angezeigt. Ein paar wollen das sogar machen. Was das Traurige an der Sache ist, viele Kommentare sind halt auch weiterhin, ach, das war ja gar nicht so schlimm und wie gesagt, Tierquälerei ist das ja auch nicht. Die Katze fand das ja auch gut. Das hat André von ApeCram auch selber behauptet. Ich habe gehört, da weiß ich jetzt aber nicht, inwieweit das stimmt. Er hätte wohl sowas gesagt wie, ja, das ist eine Rasse, die findet das voll cool und sowas alles. Das ist halt so eine bestimmte Art Katze und die findet das halt gut. Und ich weiß nicht, ich verstehe die Welt nicht mehr so wirklich. Warum? Ich bin immer noch irgendwie so ein bisschen sprachlos, wenn ich über das Thema rede. Das sollte nicht. Dann hat er da halt so eine Entschuldigung hingesäuselt von wegen, jo, die Katze war halt die ganze Zeit da in der Tüte am Spielen und hat die voll gefeiert und deswegen hat sich das halt alles so hochgeschaukelt und ja, das tut mir leid und jeder macht mal Fehler. So, halt diese so eine Standard dahingeschissene Entschuldigung, die einfach niemand braucht. Und vermutlich, wenn keiner was gesagt hätte zu dem Thema, von wegen Tierquälerei und sowas, wäre es besagtem André von ApeCram vermutlich auch scheißegal gewesen, was er da mit seiner Katze gemacht hat. Und das Traurige ist halt einfach an der ganzen Sache, dass es halt immer noch Leute gibt, die dann noch ankommen, so von, ach, wir unterstützen dich trotzdem und bla bla bla. Leute, tut mir bitte den Gefallen, auch eure YouTuber, eure Lieblings-YouTuber sind nur Menschen. Und wenn die Scheiße bauen, braucht ihr euch da nicht hinstellen und sagen von wegen, ach, das ist nur halb so schlimm oder sowas, sowas ist schlimm. Sowas macht man nicht. Tut mir bitte den Gefallen und feiert nicht alles, was die Leute machen, nur weil es auf YouTube ist und weil die Leute irgendwie ein paar Millionen Abonnenten haben. Auch Menschen mit ein paar Millionen Anhängern können richtigen Bock missbauen. Und das gehört definitiv dazu. Kann ich da jetzt eigentlich noch Ton drüber hängen? Sowas macht man nicht, sowas geht gar nicht. Und so jemand braucht da auch absolut keinen Zuspruch in dem Moment. Ich weiß halt nicht, was in den Köpfen von den Menschen da vorgeht, die da jetzt ankommen mit von wegen, ach, so schlimm war das gar nicht. Und ja, die halt diese Sätze glauben, wie von wegen, ja, die Katze fand das ja selber ganz lustig und so. Weil die Katze fand das unter Garantie, da lege ich meine Hand für ins Feuer, nicht lustig. In einer Plastiktüte, wo man erstens nichts sieht,
auch wenn die da vorher drin gespielt hat, wenn ich irgendwo zum Spielen reingehe, ist das was anderes, als wenn mich jemand um 360 Grad damit durch die Gegend schleudert. Also ich bitte euch, das geht einfach gar nicht. Und ja, wie gesagt, das trifft bei mir einfach nur auf Unverständnis. Und gerade auf YouTube gibt es heute so unglaublich viele Leute, die einfach nur mit irgendeiner Scheiße berühmt werden. Und damit meine ich gar nicht, dass ich persönlich den Videocontent von denen schlecht finde. Überhaupt nicht. Das kann ja, wie gesagt, Humor kann ja jeder haben, wie er möchte. Aber gerade diese ganzen Sachen, diese Prank-Videos und sowas, klar sind manche davon lustig, aber es gibt inzwischen so viele Prank-Videos und sowas alles, die gehen einfach viel zu weit. Die sind sowas von unter der Gürtellinie. Und solche Leute haben da Zuspruch und Viewer und Abonnenten und alles ohne Ende, wo ich mir denke, welcher gehirnamputierte Mensch feiert denn sowas? Und ich weiß nicht, ob euch Sam Pepper was sagt. Sam Pepper war irgendwann mal in England in einer Big Brother Staffel dabei und war da meines Wissens nach, das muss ich jetzt noch neu sortieren, das gefällt mir so nicht, sogar relativ weit gekommen. Sam Pepper hat inzwischen einen YouTube-Kanal, ich glaube auch mit nicht gerade wenigen Abonnenten. Und das ist zum Beispiel so eine Person, die nur Pranks absolut unter der Gürtellinie macht, der Leute auf der Straße verarscht mit irgendwelchen total abartigen Sachen und sowas gibt es hier in Deutschland halt auch viel zu oft, dass da irgendwelche richtig ekligen Sachen gemacht werden mit Leuten. Und sowas wird halt gefeiert, einfach nur, weil es YouTuber XY ist, der das macht. Und dann ist das ja scheinbar auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Und da hört bei mir halt einfach jedes Verständnis auf. Deswegen, ich bitte euch einfach, ihr könnt YouTuber feiern, wen ihr wollt. Ihr könnt auch feiern, also es ist mir auch scheißegal, wer das ist. Ich muss die Person nicht mögen. Aber trotzdem, nur weil ihr diesen YouTuber vielleicht geil findet, feiert nicht alles, was die machen. Weil auch das sind teilweise noch das Leute, die sind gerade mal 20, vielleicht ein bisschen darüber, teilweise auch noch ein bisschen darunter. Und die sind absolut noch nicht vollkommen erwachsen. Und das sind einfach Leute, an denen man sich noch nicht zwangsläufig unbedingt ein Beispiel nehmen kann. Und deswegen, also bitte feiert nicht alles, hinterfragt das. Und überlegt halt auch immer, gerade bei solchen Prank-Videos und sowas, wie ihr euch in den Situationen fühlen würdet. Also ihr müsst euch da nicht hinstellen und alles absolut gut finden, was euer Lieblings-YouTuber macht, nur weil ihr dann vielleicht Angst habt von wegen, boah, wenn ich jetzt aber was Negatives schreibe, dann blockt der mich vielleicht oder sowas. Wenn der das dann macht, dann ist das sowieso eine Scheißperson und kann keine Kritik ab. Deswegen bitte, 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 bitte. Also ich fand die Reaktion von manchen Leuten unter diesem Ape-Crime-Ding da fast noch schlimmer als die Tatsache an sich. Also eigentlich nicht, weil ich meine, das ist definitiv Tierquälerei, was er da gemacht hat. Jetzt muss ich mich irgendwie mal um Essen kümmern. Ich müsste mir da unten wahrscheinlich mal ein Feld anlegen oder so. Ich hatte hier gerade irgendwo Samen reingetan. Ich muss die Kisten mal beschriften. Da, ein Seed, toll. Aber ich hatte Zäune, das weiß ich. Und damit kann ich mir dann ja immerhin schon mal Sachen basteln, um mir auch ein Feld anzulegen. Wie gesagt, ich hätte ja gerne hier oben auf den Bäumen irgendwo so ein kleines Feld. Mal schauen, inwieweit wir das vielleicht umsetzen können. Vielleicht, wenn man nach hier so rausgeht, oben auf den Baumkronen oder so. Dann brauche ich auch Erde. Erde habe ich aber auch. Also alles gut. Und es wird gerade dunkel, ne? Gut, dann warte ich jetzt gerade noch, bis ich schlafen kann. Und dann machen wir das quasi dann, wenn wir wieder wach werden. Nee, aber mal im Ernst, sowas regt mich auf. Ich will ja auch nicht, dass ihr alles feiert, was ich mache. Nur weil ihr vielleicht gerne meine Videos guckt oder sowas. Also ich freue mich über jeden Zuschauer, aber ich freue mich auch über jeden Zuschauer, der mir dann auch mal sagt von wegen, alter Wuschel, das, was du da jetzt gemacht hast, das ging gar nicht. Ich finde das richtig scheiße. Bitte mach sowas nie wieder. Und damit meine ich jetzt nicht von wegen, alter Wuschel. Ich kann, was weiß ich, ich finde das Spiel doof, spiel mal ein anderes oder sowas. Das, wie gesagt, das sind so Sachen, da wird halt immer das kommen, worauf ich Lust habe oder sowas. Aber wenn ich halt einfach mal in irgendeinem Video absoluten Bockmist laber oder irgendwas mache, was absolut überhaupt gar nicht
Hallo? Das ist absolut. Wo ist mein Schwert? Hallo? Ich brenne! Ah! Wo ist mein Schwert? Hä? War das schon kaputt? Als ob. Ich bin verwirrt. Aber ich hab's nicht weggeschmissen oder so, oder? Aber das Kaputtgehgeräusch war auch gar nicht. Bin. Verwirrt. Ich sollte mir eventuell gerade erst ein neues Schwert bauen, bevor wir irgendwas anderes machen. Weil so früh am Morgen gebe ich ja immer noch Monster, ne? Deswegen, falls euch irgendein YouTuber blockt, nur weil ihr Kritik an etwas übt und, damit meine ich vernünftige Kritik und nicht, du bist scheiße, das ist meine Meinung, dann, es tut mir leid, aber dann ist die Person halt einfach selber absolut dumm. Und, deswegen, also, weiß ich nicht, geht gar nicht, geht einfach gar nicht sowas und, deswegen, wenn euer, ich meine, ihr könnt, wenn sich die Person vernünftig für etwas entschuldigt und, wirklich von ganzem Herzen sagt, von wegen, das war richtig scheiße, was ich da gemacht habe und es tut mir leid und bla bla, soll nie wieder vorkommen und so, dann ist das was anderes. Aber so ein dahergerotztes von wegen, hat sich hochgeschaukelt, tut mir leid, Menschen machen Fehler, das ist keine Entschuldigung, das ist keine ernst gemeinte Entschuldigung. Und wie gesagt, ich bin auch der festen Überzeugung, wenn die ganzen Leute gesagt hätten von wegen, boah, das war voll die geile Aktion, total lustig, und sich da niemand drüber aufgeregt hätte, dann hätte das besagter Person auch niemals im Leben leid getan, dann hätten wir niemals eine Entschuldigung von der Person gehört und deswegen geht gar nicht. Wie gesagt, feiert einfach nicht alles, was eine Person macht, nur weil die Person vielleicht, wie gesagt, ein paar tausend Millionen Abonnenten hat auf YouTube oder weil ihr die Person vielleicht sonst ganz gerne guckt. Das ist halt so, wie wenn ihr gute Freunde habt oder sowas. Ihr geht ja auch nicht, wenn euer Freund auf einmal, was weiß ich, euer Haustier schlägt oder sowas, dann steht ihr da doch auch nicht neben und sagt, Alter, geile Aktion. So. Weißt du? Und deswegen, das seid halt bitte dann auch bei den YouTubern so kritisch. Und lass die das wissen. Wie gesagt, es gab definitiv genug Leute, die da richtig krass Hate drunter gepostet haben unter das Video. Und ich bin ja, ich würde ja niemals sagen, von wegen, bitte hatet eine Person oder sowas. Das Thema gab es ja auch neulich auf Twitter ganz extrem mit diesen erster Kommentarschreibern. So von wegen, ich möchte sowas nicht unter meinen Videos haben, weil wie gesagt, ich möchte Kommentare zum Video, Kommentare, die mir persönlich was bringen. Wenn es halt ist von wegen, ich fand das Video nicht so gut, weil, oder das Video war voll toll, weiter so, oder sowas. Alles absolut okay, aber mit so einem erster Kommentar kann ich nichts anfangen, das bringt mir gar nichts. Und das Traurige ist halt, wenn das halt wirklich alles nur Leute wären, die sich wirklich in dem Moment einfach nur freuen würden, dass sie das Video als erster geguckt haben, ist das ja auch nochmal was anderes. Aber leider sind das halt teilweise einfach nur Leute, die wollen das machen, um danach Aufmerksamkeit zu bekommen, weil, und das ist halt auch das Traurige, diese Leute, die erster schreiben, werden inzwischen teilweise unter größeren YouTubern Videos, die halt dementsprechend die Views kriegen und so, sowas von totgeflamed teilweise mit so richtig ekligen Beleidigungen, wo ich halt auch sage von wegen, Leute, das lasst sowas doch. Es ist einfach nur irgendein Kiddie, was als Erste ein Video geguckt hat, das in die Kommentare schreiben musste, scheinbar, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber bitte flamet den doch nicht so tot dann. Also ich block die schon weg oder ich lösche das schon, wenn mich das dann in dem Moment stört. Aber sowas soll absolut kein Aufruf sein, irgendjemanden da zu haten oder sowas aufs Übelste. Also sorry, aber das geht gar nicht. Also das ist so ein Niveau, wo sich da manche Leute runterlassen. Das ist schlimmer als der erste Kommentarschreiber. Also, nee, sorry. Und deswegen, ich würde niemals jemanden aufrufen zum Haten. Sei es jetzt erster Kommentarschreiber oder sonst was. Aber ich sage auch ganz ehrlich,
dass der Typ von Apecrime da hat, den Hate, den er bekommen hat, hat er verdient. Und das sage ich mit meinem vollen Gewissen und das meine ich genau so, wie ich das jetzt sage. So. Jetzt bin ich ein schlechter Mensch wahrscheinlich direkt, aber gut. Dann ist das so. So, jetzt muss ich. Nein, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie ein Feld drauf kriege. Das müssen wir danach dann halt einfach nur wieder in Laub noch außenrum so ein bisschen auskleiden. So. So. Ich meine, so viel Stuff braucht man davon ja eh nicht. Von dem ganzen Zeug hier. Deswegen mache ich da jetzt einfach so ein Feld. Hier in die Mitte kommt dann irgendwie Wasser. Und dann. Ja. Also wie gesagt, was ich im Prinzip in diesem Video gesagt haben wollte, ist, seid bitte immer kritisch mit dem, was eure Lieblings-YouTuber von mir aus auch machen. Feiert nicht einfach grundlos alles. Sprecht auch mal Kritik aus, aber bitte bleibt dabei auf einem Niveau, wo ihr euch selber danach noch in den, wo ihr danach noch selber in den Spiegel schauen könnt und sagt von wegen, yo, das war von mir eine gut geübte Kritik und flamet nicht einfach sinnlos drauf los, weil damit seid ihr dann in dem Moment halt auch einfach nichts besser als Aufmerksamkeit suchende Erster-Schreiber, Kiddies oder Leute, die ihre Katze in Plastiktüten durch die Gegend schleudern. So. Das wünsche ich mir von meiner Community, von meinen Zuschauern, dass ihr halt mit kritischen Augen durchs Leben geht. Aber wenn ihr was kritisiert oder nicht gut findet oder sowas, bleibt dabei. Auf einem vernünftigen Niveau. Das versuche ich nämlich auch immer. Ich könnte mich auch, es gibt so viele Sachen auf Twitter, wo ich mich so richtig drüber aufregen könnte. Ich denke mir dann aber so oft, so von wegen, ach komm, das ist es nicht wert. Und bleib einfach freundlich und alles ist gut. Natürlich gelingt mir das auch nur in 99% der Fälle. Aber. Solange man immer schön an sich arbeitet, ist das ja okay. Solange man das Bedürfnis hat, es dann das nächste Mal besser zu machen. Ich muss ja eigentlich nicht mal einen Zaun drum. Hier oben kommt ja nichts drauf. Im Moment, das hier war jetzt. Nee, das hier war nicht die Mitte. Moment. Eins, zwei, drei, dann kommt hier. Beziehungsweise braucht halt hier eine Mitte. Weil das Ding hat im Moment keine Mitte. Weil ich muss ja das Wasser durchmachen. So, so, so. So, so, so. Jetzt hat das Ding hier auch wieder eine Mitte, nämlich hier. So. Und da muss dann irgendwie Wasser rein. So. Und dann haben wir hier ein kleines Feld. Dann muss ich das halt nur noch schön vernünftig umranden. Und dann noch einen Weg von hier zu unserem Feld machen. Ich muss mal schauen. Ich glaube, sowas wie einen Wassereimer habe ich nur hinten im Pilz, ne? Aber ist jetzt auch egal. Ach Gott. Auf jeden Fall hat mich das ganze Thema heute Morgen schon. Wie geht der so? Ja. Schon extrem aufgeregt. Ich mache mal direkt zwei oder drei oder so. Und ja, ich weiß auch nicht. Also, oh, wie man so dumm sein kann, ist einfach irgendwo. Häfchen. Das ist halt einfach irgendwo ganz, ganz weit hinter meinem Verständnis. Also, irgendwo hört's auf. Und das war so der Punkt. Ich äußere mich halt super selten zu irgendwelchen YouTube-Beef-Sachen oder sowas. Also in der Regel halte ich mich da immer raus, weil ich mir halt auf der einen Seite auch denke, von wegen, erstens, was geht's mich an? Und zweitens, was für einen Nutzen bringt es. Greifst du mich an? Nein, okay. Was für einen Nutzen bringt es mir jetzt, wenn ich mich dazu äußere und sage, yo, ich bin der Meinung von YouTuber XY und YouTuber Z ist voll blöd. Das hat für mich irgendwie keinen Mehrwert, auch wenn ich. Natürlich, man bildet sich halt automatisch direkt eine Meinung zu Themen, sobald man sich mit ihnen beschäftigt. Wo man dann halt sagt, okay, ich bin wahrscheinlich eher der und der Meinung anstatt der und der Meinung.
Aber es wird mir halt nichts bringen, mich dazu irgendwie zu äußern. Aber bei sowas, das muss halt dann einfach mal, hier kann ich mir jetzt Wasser nehmen, ne? Ja. Sowas muss dann halt einfach mal gesagt werden in dem Moment, dass, dazu musste ich mich äußern. So, das ist auch ein, das war einfach so. Das hätte ich nicht so stehen lassen können. Ich hoffe halt einfach, dass von euch niemand zu denen, ach, das ist doch gar nicht so schlimm und das war auch gar keine Tierquälerei-Leuten gehört. Das hoffe ich einfach ganz, ganz stark. Und falls ihr doch dazu gehört, solltet ihr einfach halt dringend mal euer Weltbild überdenken. Aber, lass mich raus. Aber ansonsten, wie gesagt, kann ich euch halt nur das mitgeben, was ich in diesem Video gesagt habe. So, jetzt ziehe ich mir erstmal Möhrchen rein. Der Mond. Und dann machen wir das Feld gerade noch schnell fertig. Und dann habt ihr auch endlich mal wieder eine Folge, die länger als 13 Minuten ist. So, die geht nämlich jetzt schon 20. Ich habe mich schon genau in dieses Loch springen gesehen. Das wäre nämlich so richtig typisch gewesen. Ich setze da erstmal jeweils noch so einen Erdblock dran, wo ich dann eine Fackel draufstelle. Nicht, dass mir hier irgendwie Monster spawnen oder sowas. So. Sternschnuppe. Jetzt dürfen wir uns was wünschen. Ich wünsche, dass André von Apecrime nie wieder eine Katze haben darf und dass ihm seine aktuelle Katze weggenommen wird. So. Jetzt muss ich hier Stuff machen. So. Das Geräusch ist lustig. So. Jetzt habe ich schon so viel geredet, wie glaube ich schon lange nicht mehr in Minecraft. Wie gesagt, ich hoffe, man hat gemerkt, wie sehr mich dieses Thema aufgeregt hat. Nein. So, ich habe es geschafft. Ich pflanze erstmal einfach direkt ganz nah hier am Wasser an. Und schaue dann mal, wie weit wir mit den Seeds so kommen. So, hier, das schaffe ich noch, glaube ich. 8. So, dann lasse ich hier mal frei. Und so ein paar Möhrchen könnte ich hier mal anpflanzen, damit wir da auch ein paar mehr von haben. So, dann habe ich noch ein bisschen was zu essen. Dann baue ich hier irgendwie was Schönes aus Stein noch rum. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Ich bin unglaublich gespannt auf euer Feedback zu dieser Folge. Und wie gesagt, ich hoffe, dass die Kommentare unter diesem Video hier explodieren mit eurer Meinung zu dem ganzen Thema. Und wie gesagt, bleibt freundlich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft wieder. Bis dahin, tschüss.